und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmatis, die Seelen von Maple Creek. Ja, beim letzten Mal haben wir hier ein bisschen was zusammengetragen. Und ja, wir haben den Fremden kennengelernt, der durchaus möglich hier das Ding abgerissen hat. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt beim letzten Mal schon gelesen hatten. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal auf, vielleicht lest ihr euch das einfach selber durch, für den Fall, dass ich es nicht vorgelesen habe. Ich meine zwar, ich habe es vorgelesen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So. Ach ja, wir wollten zur Kirche zurück. Weil wir ja jetzt genug Kerzen haben. Dass ich jetzt als Annahme nehme, dass wir da weiterkommen. Oh, und hier können wir noch wimmeln. Okay, wir wimmeln hier als erstes. Wer weiß, was wir hier noch Nützliches kriegen. So, wir brauchen auf jeden Fall einen Schraubenzieher. Eine Nacktschnecke. Da würde sich jetzt meine Großmutter sehr drüber freuen. Meine Großmutter hasst Nacktschnecken. Und ein Geschirrtuch. Also die Schnecke sehe ich, aber das ist keine Nacktschnecke. Eine Nacktschnecke ist ja ohne Häuschen. Da ist die Nacktschnecke. Oh, komm her, du süßes Dingetier. Meine Großmutter sammelt die nämlich immer aus ihren Pflanzen raus und hat meistens so 20 bis 30 Stück. Ich beneide sie nicht darum. Blumenerde, Rollschuh und Waschbär. Ja, den Waschbär habe ich gesehen, den Rollschuh auch. Die Blumenerde. Lol, alle sind in der gleichen Ecke. Sehr gut versteckt. Baumpilz, Süßigkeiten und Halsband. Okay, das ist kein Halsband. Das hier ist der Pilz. Ja, wenn das ein Halsband ist und das nicht, dann... Also Gottfried. Reißzahn, Hantel und Shorts. Reißzahn, Shorts. Ja gut, die Hantel habe ich noch nicht gesehen, ne? Ich sehe ein BH. Also so viel liegt jetzt hier eigentlich nicht mehr. Man müsste es eigentlich finden. Ich sehe keine Hantel. Seht ihr eine Hantel? Ich weiß, ihr könnt mir darauf nicht antworten, aber... Ist man selbst zum Kütteln zu blöd? Also ich sehe hier alles, aber keine Hantel. Oder nur ein Symbol einer Hantel? Okay, ich weiß nicht, was das war, aber es wird die Hantel gewesen sein müssen. Oh, wenn ich keine Hantel gesehen habe, aber scheinbar war da eine. Naja. So. Das haben wir einmal. Und wir hatten mal ein Bild gesehen. Ein Bild von diesen... Warte. Ein Bild. Beweise. Hier. Okay. Klein, da kommt die ganz große hin. Okay. Komm ich wieder raus? So, also die ganz kleine dahin, die ganz große dahin. Das dann wahrscheinlich dahin. So, okay. Das ist die Reihenfolge. Dann können wir jetzt einmal hier runter gucken. Und das sieht aus wie ein Geheimversteck, so ein kleiner Keller. Oh.
Ja, das können wir da zumindest schon mal einsetzen. Es fehlen dann aber noch zwei Objekte. Und hier können wir wieder wimmeln. Ach du grüne Nonne, wie soll man denn hier arbeiten an dem Tisch? Hier liegt ja alles drauf. Hier liegt ja die halbe Weltgeschichte auf dem Tisch. Naja, okay. Kaffeebohnen, Tannenzapfen und Gurkenzieher. Ja, wenn die Tannenzapfen, ne? Genau, so. Kaffeebohnen. Gurkenzieher. Also wenn man in der Unordnung zurechtkommt, dann Prost Mahlzeit. Ich tu's nicht. Ich finde nämlich den Gurkenzieher nicht. Der Gurkenzieher, der Gurkenzieher. Das war eine Metallfigur, kein Gurkenzieher, aber okay. Ich weiß, der Gurkenzieher ist auch noch nicht ausgegraut. Das war diesmal nicht so gemeint. Okay, Eichenblatt, Schüssel. Schlüssel. Eichenblatt. Das Eichenblatt habe ich gesehen. Da. Muschel, Schwan, Glocke. Da wäre übrigens auch noch ein Eichenblatt gewesen. Muschel, Schwan, Glocke. Soll ich was sagen? Ich sehe gar nichts davon. Doch, da ist die Muschel. Die olle Uschel. Da ist der Schwan. Aber die Glocke sehe ich. Ah, doch, da. Das Leere hier auf dem Tisch jetzt. Pfeife, Brille, Stift. Das ist doch ein Stift. Naja, okay. Dann. Okay, den Stift meinen sie auch nicht. Den Stift meinen sie. Pfeife. Die Pfeife habe ich auch irgendwo gesehen. Da. Und die Brille habe ich bisher noch nicht gesehen. Brille und Gurkenzieher fehlen. Da ist die Brille. Okay, das war ein Korkenzieher. Naja. So, eine Seite haben wir schon mal. Plus die Mitte. Okay, was haben wir hier? Lauter komischer Bilder. Auf der Karte ist ein Punkt am See markiert und ein weiterer tiefer im Wald. 13. Juli 1980. Verflixt, er ist entkommen. Wenn er mich ausliefert, finden sie die Leichen. Ich muss sie wegbringen. Doch wohin? 17. September 2011. Meine Herde beginnt zu erwachen. Thomas Walker ist keine Bedrohung. Er wird als nächster verrückt werden. Doch dieser Bauersohn ist so schlau. Braucht neue Lebenskraft. Ah, und hierfür brauchen wir dann diese Scheiben. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Und wir haben neue Beweise. Das Versteck des Predigers. Er muss ein Versteck vor der Stadt haben. Könnte dies das Versteck sein? Ein Bootshaus am See? Das Versteck des Predigers? Auf der Karte aus der Kirche ist neben dem See ein Punkt markiert. Der Pfad müsste in der Nähe des menschenförmigen Felsens sein. Okay. Na dann. Ich guck gerade nochmal, ob ich hier irgendwie die Sachen noch woanders unterbringen kann. Ja, nee. Und mit denen kann ich auch erstmal nichts machen. Ja, da komme ich auch noch nicht weiter. Geht da auch nicht.
Die verändern wird. Then right. Twice left. Right again. Links, dann rechts. Dann links. Links. Rechts. I think I'm lost. Okay. Better to turn back than become the next. First left, then right. Twice links, left, dann wieder right rechts. Again, links, rechts, links, links, rechts. Okay. Links, rechts, links, links, rechts. Okay, perfekt. Wir haben es geschafft. Nun können wir zum See runter. Ich könnte die Splitter knacken. Werkzeug vorausgesetzt. Ja, dafür brauchen wir einen Dietrich. Einen Dietrich haben wir nicht. Schade. So, gut, dann gucken wir uns einfach mal weiter um. Ja gut, das kriegen wir damit nicht hin. Das auch nicht. Really? My personal belongings should be left at the church, detective. Kate is waiting for you. Ja. Really? My personal belongings should be left in. Ich weiß ja gerade nicht, wo ich hin soll. Ich hoffe, das fällt nicht zu sehr auf. Okay. Das kriege ich nicht hin. Okay. Das grenzt es uns an. Wir müssen irgendwas hier hinten. Also nicht unbedingt hier. Aber allgemein irgendwo hier tun. Das grenzt es vielleicht minimal ein. Glasscherbe ist zu scharf. Ah, okay, dann nehmen wir das hier mit. Allerdings, wo wir das Ding jetzt für brauchen, weiß ich auch nicht. Jetzt haben wir das Ding. Wofür brauchen wir das? Warte mal. Nee. Okay, hier bin ich dann schon wieder richtig. Weiß war noch nicht wohin. Ich glaube, hier müssen wir nicht mehr rein. Der ist zu dick. Okay, da gehört etwas anderes hin. Okay. Ja, die Kette ist kaputt, ich weiß. Denkt doch an einer rustigen Radmutter. Das kriege ich natürlich auch nicht ab. Wie auch. Okay. Hier komme ich nicht weiter. Nee.
Gerade bin ich so etwas ratlos. Da soll ich was machen können. Reifen habe ich nicht. Also beim besten Willen, ich weiß gerade nicht. Hier kann ich doch halt ja auch nichts machen. Ich hab ja nun mal keinen Reifen. Ach, da ist auch noch was. Ja, toll, aber... Und das lässt sich halt leider auch nicht überprüfen. Das macht's nicht einfacher. Können Sie den da so einfach rausholen? Auf die Idee kommt halt keiner. Du musst nicht auf die Art, wie ich es gern machen würde. Da kommen wir halt nicht hin, ne? Auch nichts mehr. Man, this sure feels like waking up from a bad dream. Einen bösen Traum habe ich auch gerade. Jetzt also in diese Richtung. Gut, dann gehen wir einfach nochmal zum See. Vielleicht kann ich das Ding hier mit der Glasscherbe öffnen. Ich glaube es zwar nicht. Nee. Können die Schlüssel knacken? Werkzeug vorausgesetzt, ja. Gut, das Dom ist also kein Werkzeug. Leider nichts. Eine tiefe Baumhöhle. Ah, damit ich da hochkomme. Ah, okay. Und da ist der Dietrich. Okay. Ja, gut. Ne? Gut zu wissen.
So, gut, diese Folge war, glaube ich, nicht ganz so produktiv. Ich war sehr oft, wirklich sehr, sehr oft verwirrt. Ich hoffe, das wird im nächsten Part wieder anders. Also, es tut mir leid, wenn dieser Part jetzt hier nicht ganz so interessant war. Aber ich stand irgendwie so ein bisschen auf dem Schlauch. Liegt vielleicht auch an der Uhrzeit, das ist echt noch früh am Morgen. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ja, wie gesagt, Enigmators kommt immer um 12 Uhr. Also schaltet um 12 Uhr wieder ein. Oder natürlich, ihr bald einfach die Zeit habt. Ich freue mich drauf und ja, bis zum nächsten Mal. Started the investigation when why?